So, jetzt mal gucken hier. Ja. Wie lautet Ihre Antwort? Also, ob das jetzt geht hier. Das jetzt nicht geht, das was. Eine Wohlwisse am Rande des Wahns, kommen Sie zum Schall, ich schiebe meinen Qual in Ihre. Oh Gott, wie reagieren Sie? Ja, danke gleichfalls. Schnappen im Rohr und schlagen dem Wissenschaftler. Sie sagen nichts, hauen aber voll. Aber das würde keine verursachen. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus. Ich will mal gucken, ob ich auch leicht hole. Ja, stellt der Schwanz das um hier. Aber der Doktor. Und des Weiteren. Ach, wie war denn das jetzt? Oh, leck mich! Er ist so affig, ey. Irgendwie. Nee, also habe ich einen Kanal voll hier mit. Jetzt muss ich wieder hier runter hier. Ein. Man ist rausgegangen. Was tun Sie? Hast du nicht gemacht, du Stück Scheiße, oder was? Frage 3. So. Ja, ja, Frage 3, du Stück Pisse. Ey, es nervt! Blöde Fotze, wieso hab ich da eingeschaltet? Siehst du es doch hier. Trotzdem wird nichts. Eine Nüsse kannst du mich lecken. Er hat Hunger, du kleiner Ficker. Ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Ne, stehende Junge, das Diebes um ist. So. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballins geschafft. Welche Position? Die mit dem Knüppel! Den hier. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Sie bieten ihr. Das ist alles schwul und scheiße. Ach komm, von wegen. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Geil! Die Therapie eignet sich hier am besten. So. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comic-Bands erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Das ist dämlich. Schleich ins Quartier. Stehlen das, stehlen, es kommen wir mit. Ach, Blödsinn, Sie. So. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und. Schlag bekommt. Ne, ist auch. Naja. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Ich!
ganz einfach. Die Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Ja, Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen... Der Arsch wieder von der Rumhockerei hier. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Ja, nur. Los, Pubab, weg. Hier steht, dass Sie sich ausgezeichnet für eine Karriere als Abfallentsorgungsfachmann eignen. Ein Spezialist, kein Amateur. Super. Wow. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gelaufen ist. Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden Ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden. Na und? Alter. Was soll das jetzt? Ja. Kleine Waffen auf jeden Fall. Das habe ich immer beim ersten Teil genommen. Das ist schwanzig. Nee. Den brauche ich nicht. Was nehmen wir denn hier? Energiewaffen haben wir, das große Waffen. Ich will mal überlegen hier, du. Ach, Kacke hier. Oh. Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Du Hund! Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Na, sind wir da wieder abfurz. Ich muss jetzt hin. Das ist mein Mission. Verlass. Sogar ein Haar auf dem Messer ist jetzt mit dir, um dich zu retten. Also was machst du, Mädchen? Ja, ja. Du solltest diese Dinge missen. Ich werde nicht... Ja, jetzt wird's jetzt so langsam, jetzt wird's knackig, ey. Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Was heißt er? Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und man gerade Pet, Alter, Digga. Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters. Sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott. Du musst gehen. Oh, sofort. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Offenbar nicht mehr. Aber willst du mir ehrlich sagen, dass du davon nichts wusstest? Er hat dir wirklich gar nichts erzählt? Na, hat er nicht, du. Oh, das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Na klar. Vielleicht hätte Jonas es dir erzählt. Scheiße, du dreckige Nutte, du. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro... Nur ich, dass ich kann, du? Hier, damit kommst du in sein Büro.
So komme ich jedenfalls immer rein. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Naja. Sehr gut, die nütze ich allein. Nein, meine Brust ist vielleicht dringender als ich. Ja, ja. Okay. Endlich, es wird Zeit, den Ballermann aus dem Sack zu holen. Viel Glück. Ich werde dich an der Vault-Tür treffen, wenn ich kann. Jetzt kannst du dir da, jetzt geht's los, sammel mir einen Yuki. Was ist das denn? Ah, das sind die Stimpacks. Ja, okay, da kannst du dann alles nehmen. Was ist das denn? Oh, ey, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, du. Da kannst du aber einen aufpupen, ey. Bist du behindert, oder was? Ja, oh, ey, da muss ich erstmal klarkommen. So. Das ist aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie wähle ich denn jetzt eine Waffe aus? Geil. Ja, wollte gerade sagen, ey. So. Schwanzboy. Zum Aufseher gehen, ist klar. Alles okay. Extras. Geil! Hat er ausgerüstet. Boah. Geil. Und dann musst du die... Ah, da musst du dann noch rein. Okay, da muss man sich erstmal ran gewöhnen. Ah, die Knarre hat er, du. Geil! Verpiss dich. Nichts. Nur nicht mal eine Kleinigkeit hier. Ne? Meister, bleiben Sie sofort stehen. Machen Sie mir das ab. Oh nein, den wollte ich doch gar nicht anschließen. Ja, ist doch gut. Alles klar, wir müssen gleich anziehen hier. Schwanzboy. Ja, das konntest du alles abfurzen, ne? Vor allen Dingen die Werte. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet hier. Wert 33. Was soll das bedeuten hier? Was heißt das hier? SR. Schutzrüstung. Ja, Schutzrüstung 9. SR 1. Das ist das zweite Gewicht, ja, und Wert 33, okay. Das anziehen. Und das aufsetzen. Ja, ey. Komm. Zeit, den Ballermann auf den Sack zu holen. Wofür das auch sein soll. Vor allen Dingen, alles nehmen. Ah, oh, das ist dämliche Macht, ey. Das ist ich bin Witcher gewöhnt hier, du. Oh, ist so heftig. Ein Gürtel. Ja, ja, wie dem auch sei, drauf. Schissen hier. Wie war denn das? Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken drin eingeschlossen. Nein, ich kann da nicht nochmal reingehen. Es ist so dunkel da drin. Auch gibt's da kleiner Scheißkerl. Puh, ja. Danke. Ich wusste nicht, was ich. Er ist so langsam. Putzi, helfen Sie mir! Was ist los? Wir haben es geschafft! Meiner Mutter wird nichts passieren! Sie sind der beste Freund, den ich je hatte! Hey,
Ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnel... Jeder Ansässige, der Nein. seines Quartiers angetroffen wird, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Das wäre alles. Oh. Na toll. Oh, er sieht da also mit der Steuerung, du. Ja, ist gut. Mach den Scheiß zu, du. Da müssen wir erstmal dran gewöhnen hier, du. Da kannst du alles anmachen hier. Was ist denn das? Nehme ich mit. Ja, ich muss sowieso mal gucken, wo ich hin muss. So. Schwanzboy. Das, naja. Weißt du, ich hasse die Karte. Ich finde die Karte beschissen, ey. Weiß ich nicht. Ich finde die Karte mehr als bratzig, ey. Aber ist auch nicht da. Finde ich nicht gut, die Karte. Hallo, beweg dich, du lahme Krücke, ey. So. Richtig bedämlich. War ja auch nicht. Alter, irgendwie das mit der Karte gefällt mir nicht, ey. Das ist behindert. Wo bin ich denn jetzt hier? Mein Gott, ey. Ein Pisser, ey. Geil. Ja, oh, nee, Eier. So kloppt, ey. Was soll jetzt mit der Scheiße soll, aber. Ach, jetzt. Scheiß Boy nicht. Hier spricht der Aufseher. Das ist geil. Oh, warte mal, jetzt mal gucken hier. Ja, ja, was haben wir noch? Was haben wir noch einstellen? Warte, leck mich am Arsch. Das wollte ich damit sagen. Wenn ich hier oben muss. Wenn. Verdammt noch mehr Kakerlaken. Warten Sie. Ja. Geil. Was wäre hiermit erledigt? Das ist genug Aufregung für einen. Oh, ey, also dieses. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Ich weiß, ob ich die Pisse brauche, was weiß ich denn hier? Oh, scheiße, ja, nehmen wir alles hier. Wo? Oh. Bin ich richtig? Ey, die Karte! Ich krieg das Brechen, du. Ey, jetzt schon richtig. Blähungen, ey. Was weiß ich. Wie war denn das eine? Den Killer-Modus hier. Seien Sie vorsichtig. Hey, wie war denn das? Na bitte. Wie war denn das? Ah, das war das. Jetzt geht's los. Jawohl, na komm schon. Kannst du gucken, Jans.
Ah, da musst du jedes Mal V drücken, oh Gott. Ah, das ist das Verletzlichste. Mann, ey! Nervensäge. Ja, noch hier noch genug Platz. Alles her hier. Ich alles. Ja. Du Hund. Muss ich da überhaupt hin? Nee. Dämlich. Das ist überhaupt meine Energie. Ja. Komm ich nicht rein, ey. Oh. McBrien. Die Karte, da kriegst du richtig an zu viel, Alter. So was Dämliches habe ich noch nicht erlebt, du. Die schlechteste Levelkarte, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Das ist richtig, also ich habe also noch nie in meinem ganzen Leben, ich habe schon viel... Ah, tut mir leid, ey, die Karte, das ist sowas Bratziges, habe ich noch nicht gesehen, ey. Komm, leck mir am Schwanz. Vor allen Dingen, weiß nicht, ey, da musst du ja studiert haben. Wenn ich jetzt so hier lang gehe, köttelt er da unten rum, ist er da, er kann überhaupt nicht dazwischen gehen. Oh. Pussig. Was soll das überhaupt, ey? Wer sich das ausgedacht hat. Ja, nimm alles mit. Lackierpistole, Sensormodul. Ja, baue ich mir denn was von. So. Bedeutet das vor allen Dingen. Was will. Wo ist das jetzt hier? Dämlich. Ja, egal. Lecken Sie mich an den Nüsse. Aber jetzt hier wieder. Killer. Ja, ja, ja. Blödsinn, ja. Weggefahren. Hier spricht der Aufseher. Pff, wer weiß, wo ich jetzt bin. So bekloppt ist das hier, ne? Das ist so richtig beschissen, ey. Wir hatten so eine dämliche Karte, du, ey. Geht's mal da lang, wo ich eigentlich lang muss. Oh, jetzt einfach hier mal nach dem alten Schwanz da unten. Kein Zugang. Leck mich am Arsch. Das ist richtig dämlich. Knacken kann er so nicht. Der Wichser, der. Was das soll hier? Sie sind nie hier. Ist das behindert oder ist das behindert, ey? Ah, das gefällt mir nicht. Kriegst ja die. Ja, fängst ja an, sonst was hier, du. Ich da oben lang? Komm ich da top. Hippie! Ja, der eine. Wo steckst du? Ich mach dich platt. Dämlich, da müsste ich eigentlich hin und da komme ich nie rein. Was soll der Scheiß überhaupt? Hier. Das ist meine Aufgabe.
ins Büro des Aufsehers gehen, ja. Wenn ich's wüsste, wo. Ja, ist doch gut, du Ja. Ne, ich find's absolut, ne, von der Karte her. Nix! Na, wie Emil. Er macht's nicht. Kommst du hierher? Wie geil ist denn das? Cool, ey. Sei dämlich. Scheuert. Administrator. Sei vernünftig, Amata. Officer McMahon. Passen Sie auf, Sir. Stehen bleiben im Namen des Aufsehers. Bitte nicht. Die auch? Ja. Schieß der Schwanz nur einmal. Geil. Ha. Wieso? Greifen die mich an oder was soll denn das? Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so... Ach, von mir... Mit Ihrer... Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Hier. Gah. Komm. Tschüss. Wichser, du. Boah, nimm doch einfach. Ich muss sowieso bald wieder was wegschmeißen. Das war geil, wa, Baby? Oh, ich hasse das mit dem, da komme ich nicht mit klar. Also, jetzt muss ich wieder runter, oder was? Naja, also da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Alter, die Karte, ey, ja. Das sieht so behindert schwul scheiße aus, das kann man nicht erkennen, ey. Das ist richtig bekloppt, ey. Wozu haben sie die Karte denn? Das verstehe ich nicht. Das kann kein Mensch erkennen. So richtig bekloppt ist das. Was ist der Haken hier? Was ist das Haar in der Suppe? Ja. Wo ist das denn? Vor allem, es geht gar nicht tot, all die Fehler, die hier drin sind, sind schon sexy. Mann, ey. Na, ist gleich Feierabend hier. Muss doch rein.
willst du mich verarschen, Alter? Ey, ist das dämlich, ey. Ich weiß auch nicht. Das war die mit allem mit. Ja. Ich find's affig. Ist nicht immer mit der Cafeteria, will ich, Mongo. Ich weiß nicht. Admin. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß hier ist, ey. Ja, leck mich am Arsch. Lächerlich. Lächerlich, Alter. Absolut behindert, ey. Tut mir leid, ey. Ist ja mehr als behindert hier. Ja, weiß nicht, was dieser ganze Scheiß hier soll. Ja. Das ist doch aber nicht das Ziel. Ich müsste so dahin laufen, Alter. Was ist das, ey? Es ist doch nicht den hier ernst, ey. Ist doch nicht das, aber kloppt ist das. Also irgendwie, also die Karte, das ist nichts. Bin nur hier. Was ist los hier? Was soll ich jetzt denn machen? Ja. Du bist beschissen, oder was? Oh, ey, ist nervig. Ach, ist doch alles offen jetzt hier, oder nicht? Da weiß man aber nicht. Genau so ist es. Und? Darum geht's. Da wollen wir hin. Tschüss, bye bye Bonus.
Das weiß ich noch, du. Das weiß ich noch, du, als ich das... Du, das hat hier ruckelt wie Schwanz. Wann steige ich denn auf? Das sehe ich auch nicht wahr. Ah, jetzt, alles klar. So, Medizin. Oh, ist aber gut. Was, Pfeil? Ach so, Pfeil. Falschen. Ach so, Kacke. Oh, das ist immer so eine Sache, das ist cool. Hol ich mir das nochmal. Was ist das? Aha, okay. Ne, das brauche ich nicht. Ach, so eine Scheiße. Ach, 5, ne. Ne. Das ist ganz cool hier. Das ist auch gut. Jawohl. Das weiß ich noch. Du hast auch richtig abgefickt. Ich muss ihm... Man weiß, das ist so wie das, was ich meine, du. Wo muss ich überhaupt hin? Ne? Da unten. Nee, das war jetzt nicht mehr. Das war's jetzt. Auf jeden Fall läuft's jetzt.